Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part von unserer wunderschönen Titan Quest mit die Players Play mit mir und dem werten Dr. Fishy. Hallo Dr. Freddy, wir möchten heute über Ihre Brüste und Ihre äußerst sexyen Busenhalter reden. Ach, mein Arsch. Okay, ja, hier. Geil. Oh, oh ja. Falls ihr über das Klicken meiner Maus hört, das liegt daran, weil ich alles vor Freddy looten will und das fast nicht möglich ist. Falls ihr das Klicken meiner Maus hört, das liegt daran, dass ich eine teure Maus habe. Ja, oder so wie die Logitech G110, die total laut ist. G700. Nein, Tastatur G110, die ist auch todeslaut. Hast du die? Nein, die hat ein Bekannter. Nein, keine Ahnung, ich bin tot! Ich hab da G19S, das reicht mir. Ich stand mitten in der Feuerexplosion, ich bin sofort gestorben. Und das ist übrigens ein Lebenskraftfresser. Da waren zwei Lebenskraftfresser. Okay, ich habe übrigens übertrieben viele Tode und esse jetzt was, wie ich in den letzten zwei Parts schon machen wollte. Wieso kommt hier kein Brunnen? Und immer wenn er respawnt, kann ich mehr looten als er. Ja. Das Beste sind Schreine, wo nichts rauskommt. Ja. Soll ich hier ein Portal machen? Nein. Ach, da bist du ja schon wieder. Ich bin durch dein altes Portal gegangen. Das kostet immer noch 20 Euro pro Benutzung. Das heißt, du schuldest mir jetzt 40 Euro. Nein. Ja, das haben wir abgemacht. Das war ein mündlicher Vertrag. Ich habe nicht zugestimmt, deshalb war es kein Vertrag. Wir hatten keine Einigung. Brauche ich auch nicht. Ich bin Freddy White, der Boss. Nein, du bist Dr. Freddy White. Professor, Doktor, Doktor, Doktor Freddy White. Mach dich nicht selbst schlechter, als du bist. Ich habe einen Doktortitel in Dojologie. Mein Nachbar ist übrigens wirklich Doktor. Willst du mir jetzt irgendwas damit sagen? Jetzt? Nein, warte, ich glaube, er ist Professor Doktor. What the fuck? Tschüss. Ja, bin auch gerade einfach gegangen. Typical Nope Moment. Okay, alle Skelette sind tot. Alter, die Lebenskraftfresser sind ja mega fotzig, Alter. Skelette sind alle tot. Lebenskraftfresser sind beide tot. Okay, ein Skelett lebt noch. Meines Gifts. Ja, ich mach den echt fast keinen Schaden. Ja, wenn ich meine beiden Giftzauber aufmache, dann läuft das eigentlich. Dass ich übrigens hier so hektisch klicke, liegt daran, weil ich immer noch daran glaube, dass man durch mehrfaches Klicken mehr Schaden macht. Oder schneller. Ist auch so. Mach ich auch beim Fernseher so. Wenn ich irgendwie Programm hochschalten will, dann klicke ich ganz oft, anstatt ein bisschen gedrückt zu halten. Das mache ich auch, weil wenn ich dann länger... Oh, und der Stirnreif des Ruhmes. Dann kriege ich immer so einen Krampf im Finger, wenn ich lange gedrückt halte. Ja, wenn ich lange gedrückt halte, dann ist es meistens so, wenn ich dann kurz vor den Sender bin, wo ich hin will, dann ist das einfach, dann geht es einfach zu schnell hoch. Außerdem klickt ja meistens so eine automatisch weiter, wenn du loslässt. Ich bin übrigens voll. Ich habe übrigens einen grünen Stirnreif für Opfer. Ich übrigens nicht. Können wir kurz Händler gehen? Ja, können wir! Klärchen. Also ich nicht. Weil ich noch fast leer bin. Ja, wieso bist du fast leer? Weil du alles weglootest, während ich sterbe. Hey, du lootest alles weg. Ich habe bisher zwei Särge geöffnet. Ja, siehst du, zwei ganze Särge. Und in zwei Särgen bin ich gestorben. Spukkäfig, egal. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Warum? Das sind Rattenmenschen. Ich meinte, der war gut. Also bei mir könnt ihr jetzt sehen, wie ich kämpfe und bei Freddy, wie er chillt. Wie ich schöne Sachen verkaufe. Das ist auch mal ganz lehrreich. Ja. Jetzt kaufe ich noch ein paar Tränke. Stimmt, Tränke könnt ihr auch mal wieder gebrauchen. Au, okay. Ich höre die Fallen immer nicht. Okay, und ich heile mich auch nicht, weil ich das nicht brauche. Es ist steril und ich mag den Geschmack, okay? Du bist so ekelhaft. Danke. Das höre ich gerne. Ich meine... Wirklich. Wir fangen an zu telefonieren. Er sagt genau das und denkt mir so... WTF? Du Perverse? Gestern hab ich am Samstag auch auf der Party gesagt. Es ist steril und ich mag den Geschmack, okay? Apfelsaft. Da bin ich verprügelt. Apfelsaft. Was? Es ist steril und ich mag den Geschmack. Apfelsaft ist nicht steril. Klar. Mit Apfelsaft kannst du was sterilisieren. Nein, ich habe das jetzt wirklich gesagt. Also nicht auf Apfelsaft bezogen, sondern ja, allgemein. Achso, sorry, dass ich lebe. Aber trotzdem, Apfelsaft ist auch steril. Nicht jeder. Naja, unserer nicht vielleicht nicht. Billiger, nicht billiger Apfelsaft aus Russland.
Naja, vielleicht auch nicht billiger Apfelsaft aus Washington. Washington DC? Der ist von da, du weißt. George Washington, bester Ich Apfelsaft der Welt. sag ja nur Reis in meinem Garten. Obwohl kein Reis im Spiel war. Reis in meinem Garten, Reis in meinem Garten, yeah. Ach du Scheiße, ich bin tot! Das Loot. Ja klar, du haust schnell ab. Ciao. Mach mal den Ball auf. Leute, wenn ihr gerade Langeweile habt, kann ich euch nur empfehlen, Pur zu hören. Pur, Seiltänzer-Traum, das dritte Lied. Das heißt Indianer. Bestes Lied der Welt. Nein. Oh, falsches Portal. Das beste Lied der Welt ist Lied. Das Lagerfeuer. Ich habe übrigens den Limas getötet, diesen Fresser da. Mhm. Ich wollte mal mit einem Kumpel ein Biertrinker-Lied machen, also ein Apfelsafttrinker-Lied. Wolltet ihr nicht? Doch, der Text stand sogar schon, wir haben es nur nie aufgenommen. Warum? Weiß nicht, weil kein gutes Mikrofon und ich eine scheiß Stimme hab. Ich habe ein gutes Mikrofon. Ah, und ich immer noch eine scheiß Stimme. Also ich habe kein gutes Mikrofon, es ist okay. Für Let's Plays reicht es erstmal. Ganz ehrlich, ein G... Was hast du immer, ein G? 35. Ja genau, G 35. Ich will gerade G48 sagen. Du musst doch dein Grab, falls du dich noch interessierst. Ja, hol ich doch gerade. Und der ist tot. Er hat's aber verdient. Was ist? Das Viech ist gerade weitergelaufen, obwohl es tot war. Sorry. Sorry, dass es lebte? Was haben wir eigentlich in dem letzten Part gemacht? Wir haben eigentlich nichts gemacht, oder? Nur ein bisschen getötet. Doch, die Dinge sind getötet. Die Schlampen. Geht's hier raus? Hier geht's raus. Wir haben die Bitches getötet. Chelly, ich habe eine WhatsApp neu, also nur unwichtige Sachen. Ich auch. Ich weiß auch von wem. Ich auch, von einer Gruppe. Nee, dann hätte ich alles Sets. Stimmt auch wieder. Ah, fuck, meine Maus spinnt wieder! Es tut mir endlich leid, dass seine Maus nicht funktioniert. Aber es muss so sein. Denn es ist steril und ich mag den Geschmack wirklich. Ich kann mich jetzt entscheiden. Ich kaufe mir entweder ein Mikrofon für 120 Euro oder eine Maus für 100 Euro. Oder beides. Ja, weil ich auch Großverdiener bin. Ja, du bist Gärtner und du verdienst alles. Ja, ich verdiene alles und bekomme nichts. Wollen wir nicht nach oben gehen? Da ist noch was, ein Fluss und die Brücke ist nicht weiter. Achso, du meinst, da ist nichts. Nee, ich wollte nur gucken, ob unten noch was ist, weil das sieht so weit aus. Oh nein! Könnt kotzen, könnte ich. Ich hasse Feuchtgebiete. Also der Film ist ganz gut und die Feuchtgebiete an sich auch, aber ich hätte für nie geguckt, ist halt nicht so ein Porno für Frauen. Nein, ist ganz lustig. Also es ist eigentlich nur ein ekelhafter. Er ist gar nicht mehr so ekelhaft. Also er ist schon. Porno für Frauen. Nein. Eigentlich ist es echt nichts für Frauen. Es gab so eine Wette auf 9, nein, keine Wette auf 89.0, sondern so ein Gewinnspiel auf 89.0. Du kriegst die Karten für den Film geschenkt, wenn du mit deinen Eltern reingehst. Ich dachte mir so, Mama, kommst du mit? Und sie meinte so, ja klar. Und dann haben wir die Karten. Nein, wir haben die Karten nicht gekriegt. Hast du geweint? Nein, dann war ich mit meiner Freundin und ich bin schon wieder tot. Ich werde übrigens niemals hinkriegen. Das Leben und Sterben der Lafayette 2. Ja, ich glaube auch, Version 2.0. Ich werde es, glaube ich, niemals lernen, irgendwie mal nicht zu krepieren am laufenden Band. Ernsthaft, ich bin so übertrieben schnell tot. Ich habe auch ein bisschen wenig Rüstung. Es hat den Geschmack und es ist steril. Halt einfach die Fresse. Es tut mir endlich leid. Leon wollte übrigens Samstag vorbeikommen. Welchen Samstag? Ja, letzten, als wir Fahrstunde hatten. Als wir perfekt Panzer gefahren sind. Perfekt Panzer? Ja. Ich meine, beim Panzerfahren kannst du nichts falsch machen. Du kannst Gas geben und du kannst bremsen. Und lenken. Und alles platt machen. Da musst du nicht schalten, da fährst du einfach. Ja. Lustigerweise musst du beim Panzer schalten. Musst du nicht. Doch. In den Rückwärtsgang? Nein, Panzer hat drei Gänge.
Also hat drei Vorwärtsgänge, drei Geschwindigkeitsstufen sozusagen, die du alle nicht brauchst. Er hat kaputt machen, viel kaputt machen, sehr viel kaputt. Ich bin tot. Bist du nicht? Lüg nicht rum. Ich bin fast tot, Alter. Ich sollte mir mal echt den Perk auf eine andere Taste legen. Wieso sage ich Perk, wenn ich Energietrank meine? Ja, so was in die Hab's schon. Oh, ich hab eine blaue Schärpe. Warte mal, ich leg mal eben kurz die Tasten um. Dann kommt meine Störwelle nämlich auf 3. Scheiß Intelligenzteil. Das Ding kommt auf 4. Nein, warte. Alter! Das Ding kommt 108% auf 108% Lebensentzugwiderstand, 28% Gesundheitsregeneration, 41% Energieregeneration, 19% Verteidigungsqualität und 35% Schaden gegen Untote. Hashtag läuft bei ihm. Aber leider Intelligenz-Scheiß. Ja. Was Grünes? Blau. Nice. Und noch ein Schwein da. Entschuldigung. Ich hab meinen Grabstein vergessen. Egal, ist nicht wichtig. Ich geh noch kurz hin. Den hab ich geholt. Ja, kannst du nicht. Hab ich irgendwelche Ringe, die mal irgendwie nutzvoll sind? Nein, einfach nur. Warte mal, kann ich da die Störwelle weglegen und da den. Ist das hier ein Feuchtgebiet? Oh, scheiße, ich hasse so Feuchtgebiete. Ich auch. Die sind so riesig, weißt du? Ja, Mann, und da sind so Schildkröten drin und dann denke ich mir immer so, fick! Ich weiß, da kann ich sowieso nicht lang, gehe ich dran vorbei, da kann man da durch und wir wollen ja alles zumindest verprügeln hier. Ja, ich meine, man weiß oft überhaupt nicht bei diesem Spiel, wo man lang gehen kann. Guck, hier kann man jetzt zum Beispiel nicht lang gehen und jetzt schon. Man sieht das auf der Minimap fast überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt übrigens meinen Angriff wieder auf die Dingens gelegt. Auf rechte Mausklick. Dein Angriff? Störwelle. Ja, genau. Ein Heal wäre übrigens ganz süß, wenn du es könntest. Ja, warte. Okay. Du musst nicht so viel Heiltränke verschwenden. Ja, ich verschwende auch die ganze Zeit nur noch Heiltränke und trinke eigentlich überhaupt keinen. Ich hab den Hund recht bekommen. Aua. Ich nicht. Ich hab mir gerade einen zweiten Hund gespawnt. Oder ich wollte es gerade zumindest machen, es hat nicht geklappt. Okay, hier kann man gleich nicht weiter. Das ist schon mal scheiße. Oh, hier oben geht's zum Tempel, wo der Quest vor ist. Lass uns nicht hingehen, nein. Nein. Wir müssen ich weiß so schon, was da kommt. Athen? Ich weiß einfach schon, was da kommt. Lass dich über. Wow. Ich weiß auch, was da kommt. Oh. Ich dachte, es kommt schon vorher, aber ich glaube, jetzt müsste es kommen. Ja, wahrscheinlich. Hast du was mit dem iPhone zu tun? Ein iPhone? Ja, mit Androids. Mit Geräten. Ja, da könnte sein. Ich muss gerade erstmal verstehen, was du willst. Du musst mich verarschen mit Geräten, Androids. Ein bisschen dumm bist du schon an deinem Kopf drin, nicht? Ja, ein bisschen mehr. Ich hab IQ von 4. Und 20. Ich hab IQ von 4. Ich hab IQ von 24. Ich hab ein IQ von 24. Ich hab ein IQ von 24, genau. Ist es deine Giftwelle? Sag mal bitte Bescheid, wenn du Gift machst. Weil ich dann immer Angst kriege und wegrenne. Ein Heal wäre süß. Ja, warte. Ich vergesse mal, auf welcher Taste das ist. Habe ich dich getroffen? Ja, danke. Bitte. Du musst einfach nur Bescheid sagen, dann mache ich das auch. Alter, wie weit geht das denn hier? Sehr weit. Ist das eine Hauptquest? Nicht, das war nur eine Nebenquest, oder? Ja. Wollen wir da erstmal hingehen? Ja, können wir. Warum kann man die Hauptquest eigentlich von der Nebenquest unterscheiden? Auf der Karte gar nicht, oder? Nein. Doch, die Nebenquest ist ein blaues Fragezeichen, glaube ich. Nein. Okay, Brücke heißt immer weitergehen. Ja, also weg. Hier wäre süß. Ich nehme immer jedes Mal aus Versehen Energietrank, wenn ich. Hier wäre süß. Ja, warte. Meine Fresse, halt die Schnauze. Oh, da ist Gold. Du lässt Gold liegen. Ja, ich wollte auf jeden Fall zu der Quest gehen. Nicht besser von dir. Ich rede mit der Quest. Mit welcher Quest soll ich reden? Mit der links oder mit der rechts? Warte, ich rede mit der rechts oder mit der links, okay? Nein, einfach wie es kaputt. Egal, 1, 2, 3. Wir haben einen Spähtrupp in die Sümpfe Athens geschickt. Er ist noch. Habt ihr Aufgabe? Halte ein! Wir haben hier einen. Ach, okay, nein, das ist nicht. Ja. Oh, fuck, ein Riesenlebenskraftfresser. Ja, genau. Übertreib halt noch mehr. Ich bin instant fast tot. Wir müssen ihn einfach dauerslauen. Alter, zieht der mir Leben, ey. Einschlag, ich bin fast tot. Chill ich.
Ja, ging mir eben auch so. Jetzt frisst er gerade mein Leben. Das ist mein Gift. Hab ihn gekillt. Natürlich. Hä, die sperren den hier ein, weißt du? Der macht die alle mit One-Hit tot. Du. Wie hast du das gemacht? Es hat nur drei der Männer getroffen. Hast du auch aus Theren das Fall Chacha bekommen? Was voll scheiße ist? Nein, elektronischer Klingensperr der Vernichtung. Warte, kurz angucken. Oh, ist der schlecht. Hört sich aber geil an, Monster. Monsterlager, okay. Wir sind vorhin nicht an einem Monsterlager vorbeigekommen. Nee. Das war kein Monsterlager, das ist das Monsterlager. Beste Aktion. Alter, ich habe schon wieder aus Versehen einen Energietrank genommen. Okay, das Viech heilt erstmal alle. Asi. Wer bist du im Level? Portal. Ich bin bei Schriftrolle. Bist du gar nicht mehr so viel weiter als ich. Ja, das ist schon ein bisschen weiter als vorher jetzt gewesen. Weil vorher war ich bei 9 und du bei 5. Ich bin ja auch dreimal gestorben. Sorry. Viermal in zwei Parts. Okay, Sumpf gehen wir als letztes rein, als erstes, oder? Ja, nein, ich will nicht in Sumpf. Ich hasse Sumpf. Okay, ich hasse so riesige Monsterlager. Lass uns reingehen. Ich hätte noch 10 Tränke übrigens. In Sumpf. Ich habe noch 12 und 5 Energie. Lass uns in den Sumpf gehen. Ja, ich wollte nur gucken, was da noch ist. Sumpfland von Athen. Okay, ich glaube, wir sind falsch gegangen. Warum? Weil das hier Sumpfland von Athen ist und nach dem Sumpfland von Athen kommt wahrscheinlich Athen. Ja, aber nach dem Monsterlager kommt auch Athen, weil wir haben schon das Portal bei Athen. Ja, ich weiß, aber vielleicht kommt nach dem Monsterlager erstmal noch so eine Ecke, wie du sagtest. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier sind Harpien oder sowas, glaube ich. Ja. Ich habe gerade aus dem Spiel rausgeklickt. Bist du wieder mein drin? Mein Spiel ist ausgegangen. Okay, ich komme mal zu dir hin. Ah, okay. Ist der Server down? Wahrscheinlich, wenn mein Spiel aus ist. Okay, ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.